Lieben, schön, dass ihr schon alle da seid. Hatte ein bisschen Stress jetzt. Ich sollte mir wirklich abgewöhnen, kurz vor knapp hier noch an den Einstellungen rumzufummeln. Hatte da gerade, ja, einen kleinen Schweißausbruch schon wieder, weil ein paar Sachen nicht hingehauen haben. Ich begrüße Joker, ich begrüße Substitutionsweg, ich begrüße Marion, ich begrüße Moskau Themse. Und ich freue mich, dass wir wieder hier zusammengefunden haben, um über wichtige Themen zu reden. Es geht heute um Gruppenzwang und Drogenkonsum und heute zu Gast ist wieder Lorenzo. Lorenzo war ja schon mal zu Gast und hat uns damals über seine Überdosis Ecstasy uns berichtet und ja, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen und ich bin ganz gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Wäre ganz cool, ihr würdet mal ein Feedback hier im Chat geben, ob technisch alles hinhaut. Das ist immer wichtig für mich, weil das ist ja auch eine One-Man-Show hier, wo ich ja alles alleine mache. Dort ist ein Bildschirm, hier ist ein Bildschirm, hier ist ein Mikro, da ist eine Soundkarte, hier ist eine Webcam, da ist ein LED-Licht, hier ist noch ein LED-Licht, hinter mir ist ein Greenscreen. Und für euch habe ich natürlich wieder einen wunderschönen Screensaver rausgesucht. Illuminierende Quallen, leuchtende Quallen. Okay, das war mein kleiner Einstieg und bevor ich wieder hier jetzt ins Quatschen komme, werden wir es mal Lorenzo anrufen und ja, Thema heute Gruppenzwang und Drogenkonsum. Ich bin gespannt, was er uns da zu berichten hat. Wir rufen Lorenzo an. Hallo. Servus, grüß Hallo. dich, Hallo. Sebastian. Ja, grüß dich, mein Lieber. Wir sind live. Jawohl, Ja. perfekt. Life is life, Live ist wie man live, genau. so schön sagt, ja. Und du hast dich ja vorhin schon dafür entschuldigt, dass du heute nicht dein 400-Euro-Headset zur Verfügung hast. Ja, leider. Also ich habe das von einem Kumpel ausgeliehen und der braucht das halt leider selber zum Ja. Zocken und dementsprechend habe ich ein anderes Headset, das zwar auch 400 € kostet, aber leider kein Mikrofon oder kein richtiges, hochwertiges Mikrofon dran hat. Aber das dürfte zumal trotzdem passen. Ich denke, das passt auch. Wir verstehen dich gut. Und Ja, ja, meistens. das ist bestens genau. Und ich fummel hier noch ein bisschen mit meiner Technik rum, aber das kriegen wir auch noch alles hin. So, mein Lieber, Thema heute haben wir uns beide ja ausgesucht. Gruppenzwang und Drogenkonsum. Wie wollen wir anfangen? Willst du jetzt gleich was dazu sagen oder willst du mir erstmal oder uns erstmal ein Feedback oder ein Update geben, was bei dir so passiert ist? Gerne. Also ich würde eh gerne noch ein Update geben Okay. bezüglich dem letzten Stream. Also ich möchte mich auch noch bei deiner Community bedanken, weil die Resonanz ziemlich positiv war. Also die Kommentare habe ich alle durchgelesen, hat mich sehr gefreut. Es hat sich auch bei mir was weiterentwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Stream hat mir gut getan. Und dass ich mich mit meiner Vergangenheit sozusagen auseinandergesetzt habe, hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt wieder für das Studium angefangen habe, was zu tun. Aber da gibt es noch zum Sagen, dass ich dieses Semester zwar pausiert bin, noch bis März, und aber ich helfe momentan einem Kumpel in Volkswirtschaft. Weil der hat mich gebeten, dass ich ihm Nachhilfe gebe. Und jetzt lerne ich mit ihm sozusagen auf die Prüfung und erkläre ihm auch dann ja, die Rechnungen oder gebe ihm ein paar Tipps, ein bisschen Input. Habe ich gleich mal ein paar Statements dazu, beziehungsweise Fragen, wenn ich darf. Gerne, Also, ja. erstens. Muss man ja zusammenfassen für einige, die dich nicht kennen, die beziehungsweise die den ersten Stream nicht kennen, dass du ja eigentlich durch, jetzt, ich glaube mich jetzt auch gut zu erinnern, durch den Corona-Lockdown ja eigentlich eine Art Depression geschlittert bist. Ja, definitiv. Also Ja. wahrscheinlich nicht nur wegen Corona, Ja. aber ich denke immer so, das Zusammenspiel zwischen Corona, der Ecstasy-Konsum, was natürlich auch sehr bekannt ist, dass man Ja. da so depressive Episoden erleiden kann,
und natürlich noch viele andere Dinge in der Vergangenheit, die ich vielleicht immer verdrängt habe und denen ich mich nicht gestellt habe. Also gerade so Geschichten wie Mobbing zum Beispiel in der Schule und auch am Arbeitsplatz dann, beim Studium Gott sei Dank nicht mehr. Und jetzt im Lockdown war einfach der Zeitpunkt, wo ich quasi gezwungen war, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Okay. Und der Stream, den wir beide hatten, ich denke, das ist, ich kann mir das schon vorstellen, dass man, es ist ja ein Unterschied, ob man sich zu Hause in seinem Kämmerlein Gedanken macht über alles, ja, sich das so durchdenkt und kann da sicherlich auch ein paar Lösungsansätze finden, aber was natürlich viel, viel wert, viel, viel mehr wert ist, ist, dass jemanden zu erzählen und das erste Mal, das war für dich ja auch, denke ich mir, das erste Mal so komprimiert, das mal zu formulieren, auszusprechen. Auf alle Fälle. Ja? Und Also das was hat ich, das, und das hat ja einen Impact. ja, auf alle Fälle. Was bei mir wichtig war, vor allem, dass ich mal einen Gleichgesinnten finde, weil du warst ja auch Ex-Konsument, so wie ich momentan auch. Also Gott sei Dank konsumiere ich nichts mehr. Und mir war es auch mal wichtig, dass einmal mal sagt, Kopf hoch, damals haben wir auch fette Partys geschmissen. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und ich dachte wirklich in Corona-Zeiten, dass ich, glaube, der einzige Mensch auf der Welt bin, der exzessiv überdosiert. Weil ich war irgendwie so, auch in den Foren und auch im Kollegenkreis, da ist überall so ein Safer-Use-Setting dabei, was ja bei mir für kurze Zeit leider nicht der Fall war. Also da rede ich jetzt zwar nicht über die Häufigkeit, sondern eher über die einmalige hohe Konsum an den Sessions, die definitiv zu hoch waren. Und da war mir es einfach wichtig, dass ich da Rückmeldung bekomme. Das haben andere auch schon gemacht, blöd gesagt. Ja, mein Lieber, und ich muss dir ehrlich mal sagen, also was ich hier für Leute interviewe, also gerade, da denken wir so gerade mal an Nico vom letzten Stream. Das Ja, ist ja eine definitiv. andere Hausnummer. Ja? Und ohne das vergleichen zu wollen. Ja? Aber Ja. weil du hattest dich, wenn ich das so richtig verstehe, du hattest dich halt so eingeigelt in deiner Depression, in deinem Konsummuster. Und Ja. dann denkt man natürlich irgendwann, man ist alleine auf der Welt und man ist der Einzige, der sowas tut. Aber dem ist ja nicht so. Ja, genau. Also es war auch so, dass natürlich die ganzen Freunde dann vom Studienort Innsbruck wieder nach Hause gefahren sind, also nach Deutschland und vielleicht auch in andere Bundesländer in Österreich. Und ich habe mich ja entschieden, zum hier zu bleiben und eben wegen Corona, dass ich meine Eltern nicht anstecke, mitunter, weil ich doch den einen oder anderen Freund noch getroffen habe. Und da war es einfach so, dass ich wirklich alleine war. Also alleine vielleicht nicht, aber alleine mit dem Thema. Also, dass ich einfach keinen gefunden habe, mit dem ich über das Thema reden kann. Oh, also wertfrei mit jemandem drüber reden kann. Also drüber Wert, reden kann man sicherlich bei wertfrei. der Suchtberatung oder ja, bei irgendeinem Sozialarbeiter, der dir dann erstmal sagt, was du alles für Schäden angerichtet hast und dass du dich jetzt wieder zusammenreißen sollst. Aber das machen wir hier nicht. Genau, wobei das kam bei mir natürlich auch später dazu. Ja. Also ich gehe jetzt noch regelmäßig zur Suchtberatung, das hat mir auch sehr geholfen. Du gehst zur Suchtberatung, okay? Ich gehe zur Suchtberatung, genau, aber nicht unbedingt, weil ich jetzt rückfällig werde. Also Präventiv würde passieren ich kann fast es sagen, natürlich oder? immer Präventiv. präventiv, ja. Ja. Nein, es geht eigentlich nur darum, dass ich natürlich zeitlang nicht studieren können habe, also bis jetzt eigentlich, dass ich lange nicht gearbeitet habe. Und die Aufgabe vom Drogenberater war eigentlich, dass ich wieder zurück ins Leben finde. Ja, Dass der bitte. mir so ein bisschen einen Arschtritt, wenn ich das so sagen darf, verpasst. Und ihm war auch natürlich recht, dass ich regelmäßig zu ihm komme, einfach, dass er mir da quasi zurückhilft, zurück ins Leben zu Also, finden. also ich kenne dich als etwas, kenne auch einige Fotos von dir, kenne auch so ein Mäßig. paar Schlagzeilen bzw. Headlines, die du mir geschrieben hast. Und ich würde gerne mal eine Bewertung treffen. Also ich denke fast, dass die Themen aus der Vergangenheit, Mobbing, Schule,
Körper war ja auch so ein Thema, richtig? Ja, also ich Ja, war stark übergewichtig, genau. genau. Dass das eigentlich das Fundament deiner, nennen wir es mal Depression, deiner Problemlage ist und dass die Drogen, dieses Ecstasy und diese Überdosierung eigentlich dann der Tropfen waren, was das eigentlich dann losgestoßen hat. Was das so Absolut. ausbrechen lassen hat und was es auch isoliert hat, was es, wie soll ich das sagen, ja, so unlösbar gemacht hat. Da waren wir ja eigentlich letztens, ja, dass du dann auch, sage ich Jawohl. mal, dich aufgegeben hast, nicht mehr studiert hast, vom Leben zurückgezogen. Das sind ja ganz typische Anzeichen von der Depression. Und ich finde fast, das Fundament von dir sind diese unbearbeiteten Themen aus Kindheit und Jugend. Und darüber ist dieser Substanzmissbrauch. Ja, das kann ich so bestätigen. Man muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich, bevor ich mit Ecstasy angefangen habe und angefangen habe, wiederum zu studieren, war ich auch nicht zu 100% glücklich. Also ich war immer irgendwie so jetzt nicht krass depressiv, also dass ich jetzt so irgendeine körperliche Beschwerden gehabt habe oder Panikattacken oder Angststörungen, aber einfach ein bisschen unglücklich mit mir selber. Und dann ist es jetzt eigentlich schon eine Überleitung zum Hauptteil. Dann habe ich Freunde getroffen oder Freunde kennengelernt, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin. Und die leider auch Drogen konsumiert haben oder immer noch tun. Darf ich da kurz mal reingrätschen? Gerne, ja. Wieso bewertest du das so negativ gerade? Also zum einen sagst du, es waren endlich mal Leute, die dich so akzeptiert haben, wie du bist. Aber dann leider haben sie auch Drogen genommen. Dann könnte ich jetzt fast sagen, ohne was jetzt vorwegzugreifen, muss ja nicht dein Problem sein, wenn die Leute Drogen nehmen. Also, ja, so, du weißt, wohin ich will. Mach weiter. Ich weiß, wohin du Ja. möchtest, genau. Also im Endeffekt ist natürlich jeder für sich selber verantwortlich. Und wenn man da ein stärkeres Rückgrat hätte, dann könnte man auch getrost des Öfteren Nein sagen, beziehungsweise immer Nein sagen zu Drogen. Aber das war für mich ja damals leider nicht möglich, weil es eben ja schlecht ging und die Freunde mich natürlich auch aufbauten. Also im Prinzip kann man eigentlich sagen, der Drogenkonsum hat im Studium begonnen und so die Schlüsselfigur oder die Schlüsselperson war ein Albaner, ich nenne ihn mal Antonio, wo ich in einem Nachhilfekurs für Volkswirtschaft kennengelernt habe. Also ich besuchte da mal einen Nachhilfekurs auf der Uni und da war eben Antonio, ein sehr ein offener, warmherziger Mensch, kann man sagen. Wir haben uns relativ sehr schnell verstanden und haben natürlich auch die Nummern ausgetauscht und haben mal hin und her geschrieben, aber eigentlich nie was ausgemacht. Und dann die zweite Begegnung, die interessante Begegnung, war eigentlich auf einer Halloween-Party von einem Kumpel. Der Kumpel nenne ich jetzt mal Andy. Und da war eben auch Antonio. Und er hat über Andy eigentlich erfahren, dass ich schon mit 17 Erfahrungen mit Drogen gemacht habe. Ich habe das, glaube ich, im ersten Video schon mal erzählt, dass ich Kokain geschnupft habe mit 17, einen Sommer lang, jedes Wochenende. Bin da Gott sei Dank nicht drauf kleben geblieben. Und aufgrund dieses Wissens von Andy war er ganz überrascht natürlich. Und bot mir dann gleich mal eine Leine an. Was für eine Line? Kokain. Koks, Genau, Koks. Das war so die Lieblingsdroge von Antonio, kann man sagen. Der bot mir da eine Leine an und seitdem, Ist ja nett von ihm, muss ich sagen. na, voll nett. Ja. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, Richtig. sagt Und man ich so muss schön. sagen, zu meinen großen Kokszeiten hätte ich mich über eine angebotene Line nie beschwert. Ich auch nicht. Also ich habe mich damals natürlich auch nicht beschwert. Ja, okay, stopp. Das ist aber das wichtig. Also, wie viel Zeit lag denn zwischen dem. Wie groß war denn die Konsumpause zwischen 17 Jahren, mit 17 Jahren jedes Wochenende was weggekokst und jetzt eigentlich der Neueinstieg? Boah, also
Die Halloween-Party war 2018. Das heißt, das waren schon die 5, 6 Jahre, muss es gewesen sein, zu Okay. dem Zeitpunkt. Könnte Also man um es jetzt gleich, also könnte man gleich mal. noch viel mehr über Koks reden, weil Koks, Gerne, ja. ja, Koks kommt auf diesem Kanal auch etwas zu kurz und ich muss sagen, ich hatte meine schlimmsten Abstürze eigentlich auch fast auf Koks. Ja. Geht es aber ein bisschen in die falsche Richtung, können wir uns ja noch aufheben. Ich mach mal weiter mit der Gruppengeschichte. Also du hast jetzt nach 5 Jahren Kokainausstieg. Antonio ist auf einer Halloween-Party wieder getroffen und der legt dir eine Line hin. Und in dem Moment hast du auch nicht überlegt, hast gesagt, sondern hast gesagt, geil, zieh ich weg. Genau, so Gut. war es auch. Okay, super. Weiter. Jawohl. Na, und das Tolle war natürlich auch so, ich sage immer so ein kleines Geheimnis oder so ein Drogenkonsum verbindet auch ein bisschen. Also wir haben dann Natürlich. natürlich eine super Freundschaft gepflegt und er half mir eigentlich auch, dass ich mein Studium wieder auf die Reihe kriege. Und das war dann eigentlich so, dass wir immer in die Bibliothek gingen zum Lernen. Wir hatten ja auch dasselbe Fach zum Lernen, nämlich Volkswirtschaft. Und dementsprechend, ja, motivierte er mich, dass ich einfach auf das Fach lerne und gab mir auch Nachhilfe eigentlich. Ja, also da war da ziemlich ein Rechengenie. Okay, warte Und mal. Ich würde gerne mal wissen, wie so eine Coke-Session bei dir aussah. Wie viel hast du denn da weggezogen? also meistens ziemlich ordentlich. Ja. Also bei mir ist das allgemein bei jeder Substanz so, ich habe das nie regelmäßig gemacht oder übertrieben regelmäßig, dass ich sage, das habe ich jetzt jeden Tag gemacht. Aber bis zu einem Gramm in einer Nacht war schon möglich, ja. Normal. Also Okay, gut. Ja, okay. genau, also ich war eher derjenige, wo vielleicht einmal eine fettere Line genommen hat und dann mal 1, 2 Stunden nichts. Ah, okay, da war ich Ja. anders. Ich habe, ja gut, ich habe auch Fett genommen, aber alle 10 Minuten. Na gut, okay, ja. Ja, später dann sind die Abstände natürlich immer kürzer geworden, während zum Beispiel Antonio jemand war, der hat sich immer so ganz kleine Lines gelegt. Und er war auch immer Kinderportion. Kinderportionen und er war auch einer, der gesagt hat, super, das Koks ist schwach, das haut mich nicht so brutal um. Gott sei Dank ist es ein bisschen gestreckt. Während ich eher derjenige war, wo immer die volle Dröhnung wollte. Das ist aber, dann war Antonio ja wirklich der Protagonist für Savor Use, muss man ja sagen. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, Muss ich nicht weil sagen. Okay. die Frage ist, was ist Safer Use bei Kokain? Ich meine, wie du schon mal oft in deinen Videos gesagt hast, Safer Use bei Kokain wäre, wenn man eine Line zieht und 3, 4 Stunden wartet und vielleicht noch eine nachlegt und dann nach Hause geht. Und wenn es dann Richtung 1 Gramm, 2 Gramm geht in einer Nacht, dann sind wir, glaube ich, weit entfernt von Safer Use. Ja, das ist bei, also das ist beim Co, also das muss ich doch ehrlich sagen, also ich muss wirklich absolut die Finger von sowas lassen, also weil ich meine, es hatte alles seine Zeit, ja. Also ich meine, wann haben wir mit Koks angefangen, Weißen Fest? 98, 99 war sicherlich auch Dreckszeug damals so ein bisschen, ja. Hab dann eigentlich später erst gutes Kokain bekommen, aber das war so eine Droge, wo ich mich von jetzt auf nachher von Mr. Jekyll zu Dr. Hyde verwandelt habe und wo ich Ja. nach 2 Stunden nur noch alleine sein wollte und vorm Rechner die Lines wegziehen und mir dabei Pornos anschauen. Das war so dann mein Film. Bis Ja, zum Herzinfarkt. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht Ja, dann gegen okay. Ende. Also das Alleinkonsumieren, das kenne ich auch bei Ja. allen Das fand ich sogar im eigentlich. Geisten, weil auf Koks wirst du ja eh so schweigsam. Also ich meine, pass auf, der Punkt ist ja, das habe ich jetzt auch in meinem autobiografischen Text geschrieben. Kokain ist eine Droge, die, denke ich mir, nur funktioniert, wenn du erstens Kohle hast, wenn du in Las Vegas, Los Angeles oder New York bist, in einem fetten Club mit vielen nicen Chicas in dem Club, die alle auf dich stehen. Dann macht Koks Spaß. Ja, dann hat Koks auch eine Berechtigung irgendwo. Aber Koks ziehen in Weißenfels, Sachsen-Anhalt, in einer 30.000-Mann-Stadt, ja, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, ja. Na, definitiv.
Aber was ich dich eigentlich noch fragen wollte, wenn du ganz kurz beschreibst, wie hat bei dir Kokain gewirkt? Hat es dich wirklich sehr selbstbewusst gemacht, Nein. redefreudig? Na, überhaupt nicht. Das war beim Und Christo sowas? ja ähnlich. Also, okay, da muss ich es ein bisschen ausholen. Es Ja. gibt ja, wenn wir erstmal nur Koks betrachten, und Kokain ging bei mir früher los als Christel, muss ich sagen, ja. Also Kokain war bei uns schon Ende der 90er ein Thema in Weißenfels. Und Christel, also ich sag mal, 97, 98 war Kokain, und Christel kam dann so 99, 2000, muss ich fast sagen, ja. Und bleiben wir beim Koks. Bei jeder Droge gibt es ja verschiedene Konsumphasen. Genau. Und ich kann mich ans erste Mal Koks nicht erinnern, auch nicht ans erste Mal Christel, ja. Das ist ganz, ganz komisch. Aber ich weiß noch, dass mir anfänglich so die ersten 2 Jahre ein, zwei Lines auch komplett gereicht haben. Ja, das hat dich so weggeschossen. Du hast halt auch Bier drauf getrunken, hast dazu Tüte geraucht und naja, und dann gibt es eben die Steigerung, wo du immer mehr dir das Zeug kosten wurde. Und bei mir ging es halt ganz schnell, dass ich auch ganz schnell dann alleine konsumiert habe. Ja. Hast ja einen Ja. Gramm geholt und dann, Buddy, ich bin auf der Autobahn nachts um 4 die Autobahn lang gedonnert, an einem Parkplatz angehalten und hab mir eine Line reingezogen, hab Guns N' Roses Appetite for Destruction, weiß ich noch heute, achte Lied, wie heißt es, Think About You, volle Kanne Autoradio, die zwei Lines in der Nase und dann über die Autobahn gedonnert mit einem VW Polo. Ja, hey, Du hast dich gefühlt wie in einem Maserati. naja, nee, das ist doch der Punkt. Du sitzt eben nicht in einem Maserati, sondern du fährst der A38 in Sachsen-Anhalt mit einem alten Polo lang. Ja. Das ist der Unterschied, weißt du, aber du fühlst Ja. dich kotzfidel im Maserati, aber ja, und dann ging es auch ganz schnell Sexualität, ja, Koks und Ficken. Das war Ist eigentlich auch. definitiv Libido steigern. Genau, ja. Also ich habe ja zum Schluss eigentlich nur. Also wenn ich Koks, also die letzten Jahre war es so, ich habe mir Koks geholt und bin dann nicht in irgendeinen Club, sondern ich habe mir Koks zum Wichsen und zum Sex geholt. Das muss ich wirklich so sagen. Und ich meine, Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, genau, ja. ich erzähle so viel über mich. Erzähl du mal weiter. Ich merke schon, ich komme ja so ein bisschen in mein Thema rein, aber das kommt ja Na, sehr später gerne. alles. Ja. Also zu der Wirkung noch. Gibt es bei Ja. mir eigentlich zu sagen, dass so die klassische Wirkung von Kokain ist eigentlich bei mir nur ziemlich selten eingetreten. Also ich war irgendwie immer verstummt, Ja, tat mich schwer zu reden. ganz kurz, danke, dass du mich darauf hinweist. Du hast völlig recht, das muss ich noch kurz sagen. Ja. Koks und C haben mich schweigsam gemacht, haben mich gesellschaftsunfähig gemacht. Ich wollte eigentlich nur alleine sein. Definitiv. Also ich konnte ja in der Gesellschaft, so im Club zum Beispiel, auch nicht mehr mit der Leute reden, weil das fiel auf, dass ich irgendetwas reingezwischert Ja, habe. oder du musst halt, und das kenne ich auch, wenn du Koks mit Leuten nimmst, halt massiv dazu saufen. Ja, also Wodka, harte Sachen, saufen, Lines legen, saufen, rauchen, dann hat das was, aber ich meine, das ist ja auch alles nicht gesund, ja. Na, definitiv nicht. Das ist natürlich die doppelte Belastung für den Körper. Genau, also das Koks machte mich eigentlich eher schweigsam und dann kam es auch dann später dazu, dass ich das alleine konsumiert habe, ja. Bei mir war es eigentlich meistens so dann später, wo ich das auch alleine konsumiert habe, dass Alkohol eigentlich immer so der Trigger war. Also wenn ich Alkohol getrunken habe, betrunken war, konnte es einfach passieren, dass ich von einer ich sage jetzt mal lahme Party, wo keine Drogen im Spiel waren, irgendwo in den Techno-Club gegangen bin und mir was gekauft habe und das natürlich alleine zu Hause konsumiert habe. Aber Aber guck mal, so aber ist das ist es. doch, danke, dass du das sagst, ja. Das ist für mich richtige Sucht, ja. Also Sucht ist für mich, meine persönliche Sucht ist, und das deckt sich gerade in der Erfahrung, dass ich alleine irgendwo hingehe, mir einen Gramm Koks hole, nicht meine Frau zu Hause warten habe, keine fette Party habe, sondern ganz alleine in mein Haus zurückgehe, mich vor den Rechner, vor den Fernseher setze und die Lines alleine wegziehe und eigentlich am Ende nur noch die Wand anstarre. Ist das nicht armselig? Ziemlich armselig, aber das Lustige dabei ist, ohne Alkohol ist das eigentlich für mich nie in Frage gekommen. Also ich hatte nie irgendwie so eine nüchterne Session, wo ich sage, okay, jetzt will ich Koks, jetzt hole ich mir was alleine.
Das war immer mit Alkohol. Ich weiß nicht Ah, warum. Und du warst betrunken und bist dann Koks holen gegangen. immer wenn ich betrunken war, ja. Bist du alleine los und hast dir Koks geholt? Mitunter, ja. Ja, okay. Ja, auch, ja. Und dann bist du betrunken nach Hause, hast ihn eingelegt und bist dann wieder clean geworden. Ja, also genau, den habe ich mir natürlich allein gelegt. Das mit Pornos gucken, das kenne ich natürlich auch. Das habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Das hängt natürlich vielleicht mit dem zusammen, dass mich Koks zumindest libido steigernd gemacht hat. Dementsprechend war auch das Verlangen nach Selbstbefriedigung oder vielleicht Sex mit einer realen Frau, was mich natürlich sehr angetörnt hat. Das waren so die Hauptbeschäftigungen. Vielleicht immer PlayStation spielen, aber eigentlich lieber PlayStation spielen allein. auf Kokain definitiv nicht. Doch, Echt? doch, das hat mir getaugt, ja. Also zum Beispiel FIFA spielen, also Fußball, Filme schauen, das ging alles. Weil das hat mich irgendwie entspannt, das Koks. Eher. Ja, also ich muss sagen, und das ist, glaube ich, auch so der Punkt gewesen, wo es bei mir auch immer ein bisschen kritisch wurde und wo ich heute auch noch ein bisschen damit zu kämpfen habe. Ich habe halt auf Koks und Crystal massiv mich runtergekifft. Ja, also ich habe da Bongs geraucht, ich habe da, also auch schon, sag ich mal, du ziehst die erste Line, nach 20 Minuten wird dir der Turn zu stressig, ziehst du erstmal eine Bong rein. Ja, also so, das waren immer so die Ups und Downs bei mir, also massive Kreislaufgeschichten auch, die ich dann aber, also wo es dann so, sag ich mal, Mitte, Ende 20 wurde, die ich dann auch echt auf der Pumpe gemerkt habe, ja. Also das ging dann schon los. Aber ich habe da immer, wenn ich mich runtergekifft habe, habe ich Paranoia geschoben. Also ich hatte immer Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Also Ja so klar, mehr ja klar. Panikattacken. Das kann natürlich sein. Ich meine, der Kiff, der macht ja total bekloppt im Kopf, wenn du. Ich meine, das glaubt ja mir heute keiner. Ich habe Donnerstag wieder eine Lesung hier in Sachsen-Anhalt. Da erzähle ich immer, wir haben uns damals, um zum Runterkommen vom C, ja, weil das so ein ekelhafter Abklatsch ist, so quälendes Runterkommen, haben wir in der Stunde 15 bis 20 Bongs uns reingefahren. Ja, Ja, überleg kenne dir mal, wie ich. matschig das in der Birne macht. Auf alle Fälle, aber danach konnte ich es nicht mehr genießen, nach Kiffen. Also da war ich eigentlich beschäftigt, mich am Leben zu erhalten. Also ich habe wirklich gedacht, das Herz bleibt jetzt jede Sekunde stehen und habe wirklich so eine Panikattacke erlebt. Ja, Jo, klar. aber nun zum eigentlichen Thema, Ja. was ich schon erwähnt habe, also wir sind viel in die Bibliothek gegangen zum Lernen und ab und zu kam es auch vor, dass wir am Anfang dann ein Feierabendbier getrunken haben, Alkohol, und das sorgte dafür, dass es später mit Koks ergänzt wurde. Also Also er okay, hat das, das. entschuldige, wenn ich da gleich reingehen muss. Das ist eine Geschichte, die kenne ich von mir persönlich halt überhaupt nicht. Also Alkohol hat dich in der Entscheidung, härtere Drogen zu kaufen, enthemmt. Enthemmt. Ja? Enthemmt. Okay. Na, das Wie ist eine gut. Frage. Ach so, ist eine Frage. Na, ich Es hat denke mich schon. enthemmt. Ja. Also weißt Na, du, also mich hat. was ich mit enthemmen meine? Na, auf alle Fälle. Ich war Ja? jetzt kurz mal weg. Ja, es hat mich definitiv enthemmt. Also, ja, die Hemmschwelle war geringer, klar. Auf alle Fälle. Und da habt ihr euer Feierabendbier getrunken und dann habt ihr alle 2 Tage euch immer noch ein bisschen Koks geholt, oder wie lief das dann? Ja, also Antonio hatte meistens Koks dabei, weil bei ihm war natürlich Koks die Droge Nummer eins und er wurde dann auch süchtig. Und um sein schlechtes Gewissen zu stillen, gab er mir auch meistens eine Line Koks aus. Also ich habe in meinem Leben ganz wenig Geld für Koks ausgegeben, weil er mich meistens einlud, weil er so nett war. Aber eine Line ist doch keine Line. Eine Line ist keine Line. Genau, und daraus wurde mehr. Also er hat auch teilweise ein Gramm bezahlt. Also er brauchte eigentlich einen Konsumkollegen. Er braucht den Konsumkollegen, genau, Okay. um sein schlechtes Gewissen zu stillen. Weil er Okay. war zum Beispiel jemand, der hat nur in Gesellschaft gekokst und nie Okay. oder selten alleine eigentlich. Weil er eigentlich genau wusste, was er da falsch macht. Genau, und so konnte sein schlechtes Gewissen stillen, ja. Ja, und das führte dann dazu, dass er immer mehr konsumierte und das gelegentliche Feierabendbier mit Koks
oder dann bin ich täglich. Also ich muss sagen, dass es bei mir dann nicht täglich war, aber schon ein, zweimal in der Woche. Okay, darf ich ein paar Detailfragen stellen? Also wenn ihr ein Gern. Feierabendbier trinkt und zieht euch dann ein paar Line Koks rein, da ist die Nacht doch vorbei. Na, ja, also das ging relativ gut, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Lernen fertig war in der Bibliothek, so gegen 6 am Abend und dann vielleicht bis 10 Koks konsumiert habe, dann konnte ich eigentlich relativ gut schlafen und am nächsten Tag wieder lernen. Also da hatte ich gar kein Problem. Okay. Natürlich, wenn das eine ausschweifende Nacht war, wo Ja. bis in die Morgenstunden geht, ist natürlich der nächste Tag für die Katz, würde man sagen, ja. Definitiv. Was dann eigentlich ziemlich interessant wurde, das Zweiergespann zwischen mir und Antonio wurde dann immer größer, also die Clique wurde auch größer sozusagen. Es waren dann auch andere Kommilitonen dabei, die auch Koks konsumierten mit uns oder mit uns das Feierabendbier tranken, die aber auch in der Bibliothek mit uns im Lernen waren. Also wirklich eine Clique, so wie in einer Serie, kann man sagen, in einer Coming-Age-Serie, so wie ich mir das eigentlich immer erträumt habe, kann man sagen, ja. Genau, also die Clique wurde immer größer und ja, dann habe ich eh das letzte Mal schon erzählt, dass nach den Prüfungen immer unsere Ecstasy-Partys gab, also auf die wir uns natürlich gefreut haben, die uns natürlich auch ja, gepusht haben zum Lernen. Einfach so, man sagt ja, man soll sich nach einer gewissen Leistung, was man erbracht hat, sich selber eine Freude tun oder beziehungsweise sich ein Geschenk machen. Bei uns war das Ecstasy und Kokain sozusagen. Genau. Und das ging eigentlich dann so weit, bis Antonio süchtig, also wirklich süchtig war, irgendein Lügenkonstrukt aufbaute, dass er zum Beispiel von den ganzen, von der Clique schon Geld schuldete. Und das sorgte dafür, dass ich in so eine Art Co-Abhängigkeit reinrutschte. Also eine Co-Abhängigkeit mit leichtem Beikonsum, kann man sagen. Okay. Also er konsumierte definitiv mehr und ich wollte ihm helfen. Und Ah, okay. Du wolltest ihn hab retten. Du leid, wolltest ihn retten. ich wollte ihm, eher ihn retten, genau. Genau, weil wieder so viele Co-Abhängige wollen. Genau, aber normalerweise ist ja Co-Abhängigkeit, wenn man selber nichts konsumiert. Aber bei mir war es einfach so, dass ich mich halt ab und zu überreden lassen habe zum Konsumieren, aber er damals schon täglich konsumiert hat. Genau, und dann habe ich ihn oft darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas nicht stimmt, dass er zu viel konsumiert. Und er hat einfach gesagt, ja, das kann schon sein, ich mache was dagegen. Dann hat er auch mal zeitlang die ganzen Nummern rausgelöscht am Telefon, dass er keine Kontakte mehr hat zum Anrufen. Die findet Und man dann, aber wieder. die findet man aber wieder, genau. Und so ging das weiter. Und dann hat er zum Beispiel dem einen Kumpel schon Geld geschuldet und der hat sich bei mir beschwert, warum der Antonio so viel Geld schuldet. Und so ging das dann weiter, ja. Wie geht's Antonio heute? Antonio weiß ich nicht, wie es ihm geht. Er ist zurück nach Albanien geflüchtet, kann man sagen. Er ist aus Deutschland zurück nach Albanien geflüchtet. Das ist auch nice, okay. Ja, von Österreich. Ach so, pardon, ja. Whatever. Ja, aber cool. Ja. Genau. Also, und der hat sich jetzt, glaube ich, selbstständig gemacht. Aber wie es ihm gesundheitlich geht, weiß ich leider Er nicht. hat sich selbstständig im In- und Export gemacht? Ja. Nein, ich weiß es leider Nein, nicht. nein, Also, nein. Okay, gut. na, auf alle Fälle, ja, lebte sich das irgendwie auseinander. Also wir haben dann gegen Ende oft gestritten und das zerbrach eigentlich unsere Freundschaft. Ja, definitiv. Und das letzte Mal habe ich ihn quasi gesehen bei meiner Ecstasy-Überdosis im Mai. Oder im März 2020 war das. Also wir haben uns dann getroffen, wollten uns dann wieder versöhnen. Er hat gesagt, er hat sich gebessert. Und im gleichen Atemzug hat er gesagt, hey, ich habe noch ein paar Ecstasy, wollen wir uns versöhnen auf Ecstasy. Na, auf Ecstasy versöhnt man sich so, glaube ich, mit jedem, oder?
Definitiv, ja. Und da kam es zu der Überdosis und seitdem habe ich die Beschwerden. Das ist das fehlende Bindeglied. Also der Antonio fehlt uns noch in deiner Geschichte. Jetzt ergibt das irgendwo alles Sinn ein bisschen. Ja? Genau, ja. Okay, Antonio. Ja, aber letztendlich auch ein Opfer. Letztendlich auch ein Opfer, genau. Natürlich, natürlich. Ich meine, keiner will doch so leben. Weißt du? Okay. Ist das jetzt der Gruppenzwang, von dem du gesprochen hast? Genau, also Wie würdest du das das definieren? Also was waren das für Dynamiken? Also pass auf, wenn ich jetzt ganz gemein wäre, was ich nicht bin, aber wäre, könnte ich sagen, Gruppenzwang existiert nicht. Es ist immer nur deine freie Entscheidung. Also wenn du nicht festgebunden wirst und dir wird irgendwas intravenös gespritzt oder was weiß ich, ist es ja deine eigene Wahl. Welche Dynamiken sind passiert, dass das dich so getriggert hast? Naja, du hast ja schon gesagt, das war Freundschaft zum einen und es war irgendwo auch, irgendwo hat dich Antonio ja auch als Suchtkollegen missbraucht. Ja, also ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Also es ist nicht so, dass dir jemand das aufzwingt. Also mein Vater ist zum Beispiel ziemlich konservativ und der geht davon aus, dass ein Drogenabhängiger dem anderen Nicht-Drogenabhängigen nachrennt und die Spritze in den Arm setzt. Also so ist es natürlich nicht bei einem Gruppenzwang. Aber es sind einfach die Gruppendynamiken, die sich entwickeln können. Das ist zum Beispiel auch bei Mobbing der Fall. Wenn jemand einen anderen mobbt, dass die anderen mitziehen. Das ist einfach eine gewisse Dynamik, was herrscht. Und das machen wir im nächsten Stream, mein Lieber, weil diese Mobbing-Geschichte interessiert mich eigentlich extrem, weil ich bin Genau. selber gemobbt worden in meiner Schulzeit und habe auch meine Diplomarbeit über Mobbing geschrieben. Das Weißt wäre interessant. Also da könnte ich auch ein Buch drüber Ja, schreiben. dann machen wir das. Wir müssen ja nicht ständig hier über Drogen labern, sondern, also ich finde nämlich, weil genau, Drogenkonsum, Drogenmissbrauch, wie entsteht der? Durch Verletzungen in der Kindheit und der Jugend, durch Mobbing zum Beispiel. Und ich bin da auch jemand, der da absolut standhaft gegen Mobbing ist, weil Mobbing ist wirklich das Allerletzte. Und Nur bestätigen, ja. genau, und kann wirklich Kinderseelen und Leben zerstören. Genau, ja. Also jetzt haben wir zur Gruppendynamik zurück. Also was mir einfach gefallen hat, war einfach die Clique. Einfach die Akzeptanz, was ich von der Clique erfahren habe. Und eben das kleine Geheimnis, dass wir alle zusammen Drogen konsumieren. Und so, das war irgendwie so das Eintrittsticket in die Clique. Oder weil wir suchten ja auch uns ja wirklich Leute aus, die auch konsumierten und die in der Clique aufgenommen wurde. Das erinnert mich, wie gesagt, an meine Lieblingsserie, für die ich jetzt natürlich keine Werbung Doch, mache, mach aber mal. die heißt Skins hautnah. Das ist so eine Ist Coming-Age-Serie. das eine britische? Eine britische, Ja, kenne genau, ich, aus. ja. Genau, und die habe ich früher immer angeschaut und habe gedacht, so etwas will ich auch, so eine Clique. Also wirklich wie in der Serie. Und in der Serie, um es mal kurz zu fassen, geht es eigentlich darum, es geht um Teenager aus England, die Drogen konsumieren und wilde Partys feiern. Also sozusagen das Spiegelbild der englischen Jugend, würde ich sagen. Naja, Weil die haben obwohl ich auch bezweifeln würde, dass jeder englische Jugendliche sowas tut. ja, Du jeder redest von dem Klischee. von dem Genau, Klischee, ja. natürlich. Ja, also ich meine, das ist ja genau wie ich hier mit Kokain auf der Autobahn. Es ist halt nicht der Highway 66 gewesen, sondern die 38 an Leuna vorbei. Weißt du? Ja. Das ist der Punkt. Das ist auch eine interessante These, dass man sagen könnte, man versucht mit Drogen seinen Traum zu leben, den man sich so vorstellt. Ja, Ja. temporär, kurzzeitig. Temporär. Und ich muss natürlich sagen, das war sicherlich eines der schönsten Momente oder die schönste Zeit in meinem Leben. Also die möchte ich eigentlich auch gar nicht missen. Also Finde ich gut, was dass du das eigentlich mein sagst. Finde ich gut, dass du das sagst. Weil nicht Definitiv. je. Pardon? Na, jetzt ist Sebastian. Naja, ich finde es halt auch ganz wichtig, dass man eben auch sagt, dass man auch mit. Naja, Substanzmissbrauch mit allen Preisen, die dazugehören, auch gute Zeiten hatte. Ich meine, wenn man das verschweigt, dass man auf Drogen auch gute Zeiten haben kann, dann macht man keine ernstzunehmende Präventionsarbeit. Weil das ist doch der Trigger für die Leute, dass sie eine gute Zeit haben. Und anfänglich ist das ja auch so. Nur leider Gottes
verpassen 99% der Leute, Ja. du und ich und alle anderen, den Absprung. Und irgendwann Den kippt Absprung. es und dann hat die Substanz die Macht über dich. Und dann fangen wir ja an, hier im Stream zu reden. Weißt Ja, du? Genau. auf jeden Fall, ja. Na, das denke ich mir auch. Also die Zeit möchte ich eigentlich gar nicht missen. Also ich freue mich eigentlich schon auf die Zeit in 20 Jahren, wo ich meinen Kindern, wahrscheinlich nicht, aber einfach erzähle, damals im Studium in Innsbruck vor 20 Jahren, was war das für eine Zeit? Aber ich habe einfach so, ich würde sagen, so ein paar Konsumeinheiten oder ein paar Monate den Absprung zu spät geschafft. Und Ja. vielleicht habe ich auch den Absprung nur geschafft, weil ich dann Beschwerden bekommen habe. Also kann ich eigentlich wiederum schlussendlich eigentlich froh sein, dass es so gekommen ist, wie es Ja, gekommen ist. ich mag solche finalen Aussagen wie zu spät nicht, weil das ist nicht zu spät bei dir. Ja, ich Ja. meine, wir reden ganz reflektiert über deine Vergangenheit. Du weißt ganz genau, wo du gestanden hast, was dazu geführt hat. Du weißt ganz genau, wo du heute stehst, wo du hin möchtest. Das klingt doch alles sehr aufgeräumt, finde ich. Ja. Ja. Und da gibt es doch ganz, muss ich dir ehrlich sagen, ohne das immer vergleichen zu wollen, gibt es hier auf dem Kanal Schicksale, wo ich mir echt mehr Sorgen drum mache, als auf deinem Lebensweg jetzt, der sehr positiv aussieht, muss ich mal sagen. Na, auf alle Fälle. Aber es war jetzt halt wirklich 1,5 Jahre einfach ein Kampf, dass ich das erste Mal die Situation so akzeptiert habe, wie sie ist. Absolut. Das sagt ja auch keiner, bestreitet ja auch keiner. Da muss ich auch sagen, Sebastian, da hat mir dein Kanal sehr geholfen. Ist das so? Weil, Okay. ja, du, also dein Kanal vor allem war der Content, den ich mir in der schwierigen Zeit reingezogen habe und wo mir geholfen hat, dass ich wirklich Hoffnungen habe, dass ich zurück ins Leben finde. Ist ja Weil ich unfassbar. denke, ja, weil bei dir auch, du hast wahrscheinlich noch länger konsumiert als ich und ich kann wirklich sagen, dass du jetzt ein, ich würde sagen, akzeptables, sehr akzeptables Leben führst. Das tue ich. Dass du da Prävention zur Arbeit machst, dass du Bücher schreibst, dass du einen eigenen Kanal hast, dass du dein Studium gemacht hast, Und also auch beendet. beendet, genau, Ja, und dass Bestnoten, genau. laut deinen Aussagen mit Ja, Bestnoten, ist auch so, ja. Vater bist. Richtig. Ehemann seit Mit 11 Jahren. Tochter. Ja, perfekt. Ja. Also alles erreicht, was man erreichen muss. Ja, Und noch aber viel mehr. dazu muss ich sagen, mein Lieber, das war ein langer, langer Weg. Ja, Ja, das glaube ich. also ich bin jetzt fast 45 und dass ich heute stehe, wo ich stehe, hat eigentlich, also ich würde auch sagen, also genau was du sagst, jetzt so mit Mitte 40 bin ich eigentlich dort angekommen, wo ich ankommen wollte, in meinem sicheren Hafen, in meiner eigenen Sicherheit, was Substanzen auch angeht. Ja. Und dass ich heute hier so stehe mit einem guten Job, einem guten Studium, einer tollen Frau, einem tollen Kind, war eigentlich, tja, das muss man sagen, 15 Jahre tägliche Arbeit. Bis heute. Ja. Und das ist auch immer ganz wichtig, weißt du? Das sage ich in meinen Veranstaltungen auch immer. Die großen Dinge im Leben, die brauchen halt Zeit. Die brauchen Zeit. Ja, es wird, du wirst Zeit. nicht von jetzt auf morgen süchtig, du wirst auch nicht von jetzt auf morgen wieder clean. Ja, du wirst dir nicht von jetzt auf morgen deine Lebensmitte finden. Manche Leute finden die nie. Ja, plus, plus, plus. Und Und natürlich auch die körperliche ja. Komponente, die psychische, dass Also, sich da schon wieder alles einigermaßen erholen kann über danke, die dass du das Jahre. sagst. Ich muss dir sagen, heute mit 45. Ich mache heute so viel Sport wie in den ganzen 45 Jahren zuvor nicht. Ja, also Sport, Körperpflege, den Körper als Tempel sehen, als ein von, kann man sagen, Gott gegebenes Geschenk, gesund zu sein, ist eine Sache, die man wertschätzen muss und die man pflegen muss. Das muss man echt so sagen. Die man pflegen muss, definitiv, ja. Absolut, ja. Ja. Und das ist dramatisch, wenn ich manchmal sehe. Also gerade so hartes Deutschland, wenn ich das so sehe, die Serie kennst du ja sicherlich. Ja, Ja, definitiv. wie da wirklich 18, 19, 20-jährige alter Vater, wie die ihren Körper zerstören. Das ist, da muss man nicht mal hartes Deutschland. Also ich denke auch an Nico jetzt hier auf dem Kanal, ja. Das ist ja.
Naja, aber du, danke dir für das Kompliment. Ich muss echt sagen, ich bin manchmal selber überrascht. Sehr gerne, ich danke dir. Ja, also ich schätze mich da Und noch. auch an deine Community, Ach, also für das genau. tolle Feedback. Also das war echt super. Das hat mich echt aufgebaut und mir geholfen. Ja, Wahnsinn. Also ich unterschätze den Kanal manchmal noch ein bisschen. Also man hat halt nur 5000 Abonnenten Nee, hier, aber hat schon eine Strahlwirkung. definitiv. Und ich habe auch viele andere Kanäle schon geschaut und bin irgendwie nur auf deinem Kanal so hängen Hängen geblieben, kann geblieben. man sagen. Das ist der Stoff, Das der dich reizt, genau. Bleib hier. definitiv. Genau. Ich bleibe hier, Genau, ja. bleib hier. Hier gibt es Das den sieht richtigen, man aus. richtigen Shit. Genau, okay. Sehr Ja, gut. definitiv. Also ich kann dir sagen, ich habe zum Beispiel auch die Schornsteinpapier angeschaut Ja, von SICK. ja, Der ist auch mega cool. ja. Dann gibt es der Roman von Sucht und Ordnung. Ja, kenne ich auch. Dennis gibt es, Krone Sucht. Kenne ich auch, Mit ja. dem habe ich auch schon mal telefoniert. Ja. Ganz netter Typ, ganz sympathisch. Ja. Der hat mir auch mal Kommt hier auch aus dem in einem. Osten. Kommt ja auch hier aus meiner Ecke, Dennis. Ja, genau. Also ich habe quasi über deinen Kanal die Videos angeschaut mit Dennis und habe mit ihm quasi mal telefoniert und einmal so eine halbe Stunde geredet und der hat mich da wirklich aufgebaut. Also der hat ja auch eine exzessive Vergangenheit, wenn ich das sagen darf. Der hat schon ein bisschen Erfahrung gemacht und auch mit den Zähneknirschen, also das kennt er auch. Und ja, der konnte mir da auch wirklich helfen, ja. Aber so richtig angekommen bin ich auf deinem Kanal. Oder ich muss sagen, das ist auch der einzige Kanal, in dem ich Streams mache oder quasi Gast eingeladen werde. Ja, was ich so merke, ist eigentlich immer so die ganzen, jetzt kommen wir jetzt mal mit vom Thema ab, weil wir machen jetzt noch 5 bis 10 Minuten und dann denke ich mir, wir haben ja das Hauptthema eigentlich abgeschlossen. Ja? Kann Würde man ich so auch sagen. sagen. Genau, okay. Was ich so bemerke, ist, es gibt zurzeit viele, viele Podcasts, die das Thema machen, aber es gibt wenig YouTube-Streamer, die so einen Podcast als YouTube-Stream mit diesen Themen machen. Glaube ich, das einschätzen zu Das können. stimmt, ja. Also SICK macht da so ein Format manchmal ein bisschen Better Call SICK, wo da auch Leute anrufen. Da gehen die Telefonate 10 Minuten. Hier sind wir immer fast bei einer Stunde. Ja, muss man auch mal Ja, sagen. genau, der macht das auf Twitch, ja. Genau. Und ja, ich denke, da will ich auch irgendwann hin. Ich meine, ich mache das ja immer noch allein und wenn ich hier dranbleibe, wird das Ding auch wachsen, definitiv. Und wer weiß, wo wir in 2, 3 Jahren stehen. Ja. Auf jeden Und Fall, ja. ja, und Also ich habe deinen Kanal auch schon mehreren Leuten weiterempfohlen. Eine gute Kollegin von mir hört auch heute zu. oh, schön. Grüße gehen Hallo raus. nette, ich nenne sie einfach mal Hallo nette Kollegin. Hallo, nette Kollegin. Ja, klingt schon wieder fast nach BDSM. Nette Kollegin. Ja. Wieder beim Peter. Ja, Peter ist auch da. Peter ist auch da. Ja, ja. Hallo Peter. Ja, Freut genau. mich, dass du da Ja. bist. Genau. Na, also eine tolle Geschichte, was du machst da, Sebastian, wirklich. Ich danke dir, mein Lieber, und nehme das wirklich sehr zu Herzen. Also bin da auch, freue ich mich sehr drüber. Und pass auf, mein Lieber. Ich habe mir abgewöhnt, das immer auf so eine Stunde zu dehnen. Ich finde, wir sind jetzt am Ende angekommen. Was ich mir vorstellen kann, neuer Stream mit dir und da würde ich gerne ins Thema Mobbing eintauchen. Sehr gerne, da kann ich sehr viel erzählen Genau, und weil das glaube ich auch, muss ich sagen, wenn ich deine Lebensgeschichte ein bisschen kenne und ich finde, das ist ein Thema, was absolut abgebildet werden muss, ja. Das ist, und wir sind ja gerade, also ich habe ja in meiner Diplomarbeit eben auch über die verschiedenen Formen des Mobbings geschrieben. Ich meine, wir sind ja heute im Thema Cybermobbing angekommen, was ja eine ganz andere Hausnummer auch ist. Ja, ich meine, wir beide sind vielleicht noch die alten Oldschool-Mobber, gemobbten Opfer, wo man nach Hause ging und es war vorbei. Mit Cybermobbing Genau. sieht das anders aus. Ja. Definitiv. Und was auch das interessant ist, so die Mobbing-Angriffe häufen sich, oder wenn man es Na, Mobbing-Angriff nennt, dann häufen. die Gesellschaft ist ja im Mobbing-Modus, muss man ja sagen. Ja? Ja, aber bei mir häuft sich das auch ein bisschen in letzter Zeit, weil damals die Grundlage für Mobbing war ja mein Übergewicht, Ja. wo ich über 130 Kilo gehabt habe. Wie groß bist Da du? habe ich 1,87. Okay, trotzdem ganz schön, das ist ganz schön viel. Ja, okay. Genau, und dann habe ich innerhalb von 6 Monaten mit 18
Ja, was waren sie effektiv? Ja, 40 Kilo abgenommen, also auf 90 Kilo runter. Und jetzt in Corona-Zeiten habe ich wieder 20 Kilo zugenommen. Und was passiert? Die ersten Freunde sprechen mich schon drauf an. Das kann man jetzt natürlich noch nicht Mobbing nennen. Das ist nur ein nettes Aufmerksam machen, dass man halt in Corona-Zeiten zugenommen hat. Aber da gibt es noch eine ganz interessante Geschichte. Ich war bei meiner Physiotherapeutin wegen meinen Beschwerden für Zähneknirschen. Da bin ich ja momentan in Therapie. Und die Physiotherapeutin sagte zu mir, wo ich gegangen bin, schau auf eine Art, Lorenzo, also du weißt ja, eine Freundin zu finden würde dir helfen, gegen das Zähneknirschen, um das abzugewöhnen. Und da würde ich dir empfehlen, abzunehmen, dass du dich leichter tust beim Frauen kennenlernen. Ostcode, danke dir für den Support. Ich danke dir, mein Lieber. Du, da muss ich mal was sagen. Also, es gehört auch Ja. Mut dazu, jemandem das so zu sagen. Auf alle Fälle und im Und das ersten ist auch Moment nur gut gemeint, denke ich mir. definitiv, das ist Ja. definitiv nur gut gemeint, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht, um Frauen kennenzulernen, weil ich bin der Meinung, wenn eine Frau mich charakterlich attraktiv findet, Nee, komm, hör auf. dann Nein, Lorenzo, so läuft's nicht. so Tut mir läuft leid. es. Das Leben ist leider Gottes so. Und das muss man sagen. Ja, ich bin auch jemand, der an Liebe glaubt, der an innere Werte glaubt. Aber der Mensch Natürlich ist so. natürlich entscheiden, Der kein Mensch ist so. Thema. Du kategorisierst in Sekundenbruchteilen ein, wer ist was für dich, wer nicht. Du kannst da gar nichts gegen machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und letztendlich siehst du mal nicht so, pass auf, das ist, entschuldige, jetzt wäre ich mal ein bisschen straight, ja? Ja, Weil wir kennen gerne. uns ja hier, ja? Du Auf alle. versuchst ja gerade schon wieder eine Ausrede zu finden. Du weißt nicht, was das mit Frauen zu tun hat. Anstatt du jetzt einfach mal jeden Abend 5 Kilometer joggen gehst und dagegen was tust, wäre ja auch eine Idee. Ja. Ja, habe ich. Ja? Ja, habe ich bis dato in Form von Mountainbiken gemacht, Okay. ja. Aber du, pass auf. Von Leidensgenosse zu Leidensgenosse. Ich bin 1,80 groß und habe in meiner Hochzeit 110 Kilo gewogen und wiege jetzt 100. Also ich weiß, worüber du redest. Ja, Ja, ich also bin bei ich. 110 momentan. Genau, das ist immer, glaube ich, fast im selben Body Mass Index jetzt. Ich habe Gewicht auch immer als Thema. Ich habe auch einen Bauch. Ich finde den Bauch auch scheiße. Ich sehe den Bauch auch bei jedem Schaufenster, an das ich vorbeigehe, schaue ich mich an und sehe mich da und denke mir auch, scheiße, wenn die Leute mich auf der Straße sehen, denken die, guck mal da, ein Dicker. Ja, das ist mir total bewusst. Ich mache aber ich mache dreimal die Woche Sport und jetzt zu Weihnachten zum Beispiel ist es halt mit Abnehmen also unrealistisch. Ja. Unrealistisch, ja. Und ich werde, und das werde ich jetzt hier verkünden, da könnte ich sogar vielleicht dann auch ein Videotagebuch dazu machen. Ich habe mir vorgenommen, am 1. Januar, ja, ich stehe auf solche Neujahrsgeschichten, eine 3 Wochen Saftdiät machen. Ja, das Können wir ja könnten wir zusammen machen. zusammen machen. Können wir noch zusammen machen. Gerne. Wollen wir das Machen machen? wir eine Challenge. Machen Auf wir eine alle Fälle. Challenge. Machen wir eine Challenge. Das machen wir, mein Lieber. Also ich, pass auf, ich habe da... Bleib kurz, ich muss kurz das Buch in der Kamera halten, damit du weißt, wovon ich rede, ja? Moment. Leute, ihr werdet Zeugen von Sternstunden des YouTube-Streams. Moment. Bin gleich wieder da, Lorenzo, ja? Ja, gerne. Ja, siehst du, jetzt nehme ich sogar ab mit deinem Kanal. Da muss ich mir nicht das Daniel Aminati So, ich bin wieder da. Programm holen. Ich war, ja, ich bin wieder da. Pass auf, es ist nämlich wie beim Sport. Ich bin ein Typ, wenn ich keinen Trainingsbuddy habe, mache ich nichts. Same. Du brauchst einen Tandem-Typ, du brauchst jemanden, der dich motiviert. Ja, und das läuft im Sport bei mir hier. Und ich habe, es gibt auf Amazon einen Film, der heißt Fat, Sick and Nearly Dead. Und schau dir den gerne mal an, wenn du möchtest. Das war für mich ein Erweckungserlebnis, dieser Film. Und da Ja, geht es um gerne. eine Saftkur von, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, von Joe Cross. Hier, ich halte das Buch mal, kannst du dir nachher im Stream anschauen. Aber gerne, ja. Von Joe Cross, Reboot with Joe. Und da sind ganz, ganz viele Rezepte drin mit super. Es geht hier um frisch gepressten Saft. Also nicht um Bananensaft, sondern 10 Karotten, 6 Äpfel, 2 Zitronen und noch eine fette Ingwerwurzel und das zweimal am Tag.
Das ist Und eben, Kurkuma. genau, kannst du auch machen. Das ist eben keine Ja. Diät, sondern es ist eine Ernährungsumstellung. Ich habe das mal eine Woche geschafft. Es ist Es geht auch Richtung Detox, oder? Detox, das heißt ja nicht umsonst Reboot with Joe. Ja. Und Buddy, die Das machen Pfunde wir. purzeln ohne Ende. Das glaube ich. Das glaube ich definitiv. Na, das können wir auf jeden Fall machen, weil ich brauche da auch ein Buddy, wo mich unterstützt. Oh, Dann können wir uns dann ist das da beschlossen. gegenseitig. Also pass auf, mein Das Lieber, ist beschlossen, dann ja. machen wir das. Da könnte ich mir sogar noch ein bisschen überlegen, oder du, wie wir das vielleicht auch so ein bisschen medial aufziehen. Du musst ja nicht dein Gerne. Gesicht zeigen, aber du kannst ja sagen, hier, ich mache mal ein Foto von mir ohne Gesicht. Das bin ich, Lorenzo mit 110 Kilo. Das mache ich auch. Also auch so als Druck. Weißt du, was ich meine? Ja, Und klar. dann fotografieren wir uns nach einem Monat nochmal. Ja, Nein, das war. ich muss mal kurz einhaken, Substitutionsweg, Fructose ohne Ende, das stimmt nicht. Es geht hier zu 90% um Gemüsesäfte, nicht um Obst. Das muss man mal erwähnen. Das passt auch. Das ist Es eh geht, ja, kalorienarm. Lorenzo, weil, jetzt beenden wir den Stream auch gleich, weil das ist doch der Punkt. Wir wissen doch seit Jahren, wie wir uns ernähren müssen. 80% Gemüse, 20% Kohlenhydrate oder 70% Gemüse, 20% Kohlenhydrate, 10% Zucker. Nicht mal Zucker. Weißt du, was ich meine? Andersrum, Ja. 70% Kohlenhydrate, 20% Eiweiß, der Rest Kohlenhydrate und Zucker. Wir essen aber genau andersrum. Das ist genau andersrum. Ja, stimmt. Was ich eigentlich nochmal sagen möchte, also natürlich weiß ich schon, dass das bei der Frauensuche eine Rolle spielt und es ist mir auch unangenehm, dass ich wieder so viel zugenommen habe, vor allem weil ich ja vor Jahren schon 40 Kilo abgenommen habe. Aber der springende Punkt war eigentlich bis dato, also in der schwierigen Zeit von mir, dass ich einfach nicht das Quäntchen Motivation hatte, über den Schatten zu springen und was zu tun, weil ich einfach ja keinen Blick in die Zukunft hatte. Also Lorenzo, Lorenzo, hör auf, dich zu entschuldigen. Wir gehen's an und die Pfunde wir gehen werden es ab. weggehen. Punkt. Hör auf, Definitiv, in die ja. Vergangenheit zu blicken. Wir schauen nach vorn ins Jahr Wir schauen nach vorne. 2022. Mein Ziel ist es, mein persönliches Ziel ist es, ich möchte unter 90 Kilo kommen. Das wäre auch mein Ziel. Also mein Ziel Na wäre dann. 85. Oh, ne, jetzt bleib mal auf dem Teppich, ja? Also, unter 90 ist schon eine Ansage. Ja, aber hatte ich schon mal kurz. Also 89 hatte ich schon mal. Ja, als ich 17 war, hatte ich das auch mal, ja, genau. Gut, mein Lieber. Also, pass auf, wir machen jetzt hier einen Cut. War ja der Wahnsinn noch zum Schluss. Wir haben uns noch mal richtig aufgebaut hier. Ja. Ja. Du, Na, deine mein Minute für die Community. Let's go. Ja, liebe Community, ich möchte mich nochmal herzlich bei euch bedanken, vor allem für das Feedback vom letzten Stream. Das hat mich sehr aufgebaut. Ja, ich kann eigentlich nur darauf plädieren, bitte schaut auf euch, schaut auf eure Gesundheit. Man hat nur ein Leben, also es ist kein Computerspiel, wo man danach auf Reset drückt und es geht von vorne los, sondern man hat nur wirklich eine Chance, das zumindest richtig machen und auf sich zu schauen. Und ja, wenn es Hilfe braucht, sucht euch Hilfe oder fragt den Sebastian, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Und ja, schaut einfach auf euch. Das wäre so mein Fazit. Lieber Lorenzo, ich bedanke mich bei dir. Wir haben noch viel vor. Wir wollen uns im nächsten Stream, der erst im Januar sein wird, weil der Streamplan ist wirklich bis Januar voll, uns über Mobbing unterhalten. Sehr gerne. Und Und nebenbei starten wir die Challenge. genau, und Und mit dieser, mit diesem Reboot, das Buch kann ich dir ja nachher nochmal zeigen. ja. Das werden wir beide am 1. Januar, medial oder nicht medial, einfach ist uns beide abgemacht. Das werden wir gemeinsam beginnen. Richtig? Jawohl, Gut. gerne. Freue mich schon aufs neue Jahr. So, Leute, ihr merkt, was das hier für ein Stream ist. Wir kommen vom Koks, Substanzmissbrauch über Reboot, Saftkuren bis hin zum wahren Leben und zu Motivationsgesprächen. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei Lorenzo. Lorenzo bleibt noch kurz in der Leitung. Jawohl. Und wir sehen uns Donnerstag wieder 19 Uhr mit, wenn alles klappt. Clarissa Vogel wieder, die uns über Traumatherapien berichten wird. Wer diesen Kanal hier kennt, kennt Clarissa Vogel und ihr ja unbeschreiblich furchtbares Schicksal und eine ganz starke Frau. Und ich freue mich sehr, wenn es dann am Donnerstag 19 Uhr klappt. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.